Hallo, hier ist der Zweikampfsofa und wir spielen im Koop Orcs Must Die Ausrufezeichen Unchained, ein Free-to-Play-Game und du startest die Map, Snox. Yo, Klippenklamauk heißt das Ding und ich habe jetzt schon Angst, wenn ich mir die Map im Overview machst angucke, du dir was wir gleich nochmal machen müssen. Oh Gott. Ich nehme wie immer mein Mokel, sage Sie Arsenal. Standardmäßig schon irgendwie so. Ich könnte ein Fass mitnehmen, was ich anschießen kann, um es explodieren zu bringen, aber ich finde es doof. Ja. Oh, was habe ich denn jetzt hier? Ich habe noch ein zweites Slot, einen Eigenschaftsbonus plus 1 maximale Gesundheit für alle 50 Einheiten Mana, über die der Held verfügt. Aha. Nehme ich. Schnarch. Schrifttreu. Ja, okay. Was ich mitnehmen kann, nehme ich mit. So. Aber bevor wir ins Bereit gehen, würde ich gerne mal an der Karte nochmal erkennen, was ist das für ein Scheiß? Also sie kommen von oben, von den zwei Türen. Ja. Dann müssten wir sie irgendwie versuchen eigentlich umzulenken. Da ist aber auf einer anderen Ebene, weil es ein anderes Grau ist, irgendwie ein Gang nur. Die ja, das geht. Da ist ein, wo der Wächter ist, da müssen wir zumachen, damit der runtergeht, die zweite Ebene unten durch. Und dann müssen wir da auch noch zumachen, da wo der, dann gehen die alle von der linken, vom linken Kanal unten durch, da wo die Wenn anderen da Treppen Typen sind. Das sehe ich nicht, weil die Treppen sind ja diese gestrichelten Linien. Ja, die das da ja, nicht. Das wird. Das sieht eher so aus, als wenn du von dem Kristall aus unten lang gehen könntest, also praktisch gerade nach oben. Aha. Und dann vielleicht durch einen Teleporter irgendwo anders rauskommst. Nee, oder so. Das ist irgendwie anderen Dreck. Also ich fürchte, wir haben zwei Gänge, aber wir werden es erleben, fürchte ich. Ich will's gar nicht. Ich sag bereit. Ja, wir kennen die Map also auch nicht. Wir sehen die jetzt genauso wie ihr zum allerersten Mal. Huiuiui. Haben auch das Spiel sozusagen gerade erst gestartet und so 2-3 Versuche gemacht. Also und by the way, es wäre einfacher, wenn man zu dritt spielt. Ja, wobei die Punkte musst du dir trotzdem ja irgendwie halbwegs teilen, oder? Also ja, stimmt. Die Punkte kriegst du von den Gegnern und die Gegner... Ja, sind abgezählt. Ja, stimmt. Also musst du dich noch mehr abstimmen, wer wo was baut. Das also ist weißt, ja schon bei uns schwierig genug. Also du weißt, Koop ist immer einfacher. Ich glaube, hätte ich schon Probleme. Also ein Gegner hinterherrennen und schießen und so, das ist... Ja, stimmt. Also im Fall der Bauritis ist alles das Gleiche. Aber im Fall vom Kämpfen ist es, glaube ich, dann schon einfacher. Ja, so. Wenn das erlebt, weil wir den Wolf hier... Wo bin ich? Warum? Das Spiel startet schon. Ich renne mal nach oben und guck mal, ob ich da... Ah, hier ist es denn der Mittelpunkt. Ich gehe mal hier unten weiter. Okay, also sie würden hier lang gehen. Hä? Wie bin ich denn hier reingekommen? Also ich habe mal gesehen, wie einer hier in dieser Box, hier in dieser Ecke, wo ich jetzt gerade bin, eine Killbox aufgebaut hat, aber das wäre ja nur ein Gang. Wo ist denn hier ein zweiter Gang hier? Hier ist ein Durchgang. Ich versuche mal hier eine Mauer zu bauen. Also ich kann sie umleiten, indem ich einfach hier zumache. Wo bist du? Wo leitest du sie da hin? Nach? Hier lang, dass sie praktisch rüber müssen zur anderen Seite. Okay, aber wie machst du das denn zu? Ach so, nee, das ist für uns, weil hier sind Beschleunigungsbretter für uns. Nee, das ist für alle. Das ist, Okay. Beschleunigung für alle. So, musst du einfach Barrikaden vorbauen, damit das. Nee, geht nicht. Ich würde den Weg blockieren. Ich kann diese. Ich kann das nicht schießen. Geht nicht. Er sagt nämlich gerade, wo ich jetzt gerade bin, wo du auch gerade warst, kann man die nicht zumachen. Dann mache ich es hier zu, irgendwie. Wo bist du jetzt? Da hinten? Direkt bei dem Ding und setzt mal hier Tür zu. Ja, genau. Das ist, glaube ich, am sinnvollsten. Jetzt müssen die irgendwann anfangen, hier nach rechts zu laufen, ne? Kann ich keine zweite setzen? Kann ich nicht zumachen. Warum nicht? Was sagt er? Geht nicht. Ich kann's da nicht setzen. Keine Fehlermeldung oder was? Nö. Hier geht's. Ich hab, bau weg, nimm weg da. Okay, hab, gut. So. Jetzt rennen sie also... Jetzt können sie noch von dieser Seite kommen hier. Jetzt muss ich da was zubauen. Kann ich nicht, ich hab nichts mehr. Ah nee, da sagt er nix, aber ich kann's nicht bauen. Auch geil. Keine Fehlermeldung? Nein. Bei mir hat er eine Fehlermeldung gegeben. Ich kann es einfach nur nicht bauen.
Ja, wenn ich es mal suche, steht da, würde den Weg blockieren, steht dann da. Ach so, du musst draufdrücken. Ja, ich denke nur, wenn ich es hinhalte, wird er mir schon was sagen. Was ist denn da für ein Dreck, ey? Dann muss jeder für sich es bauen. Es soll den Weg blockieren, das ist doch der Gag dabei. Ja, vergiss es, es bringt nichts. Bauen sie alle ab, wir können gleich wieder neu starten hier. Dann müssen wir eine Killbox an jedem Eingang bauen, das bringt nichts. Also totaler Quatsch, oder? Wieso kann ich die Leute nicht nach rechts? Wir haben noch 22 Sekunden, das ist, ja, toll. Unmöglich quasi. Ja, es geht nicht. Also, wir sind gezwungen, zwei Wege zu blockieren. Zwei Wege zu verteidigen. Super. Ja, ich bin auch begeistert. Ja, dann, versuchen wir mal mein Glück hier, was? Jetzt können wir mal hier mal unseren Koop ausprobieren, wie gut wir sind. Momentan schlecht, weil das war jetzt viel zu blöd. Ja, ich sag's dir, ey. Ja, geht schon los, ey. Ich bin da begeistert. So, ich hab schon Durchbruch. Alter! Ich krieg's nicht weg, ey. Ich krieg's nicht weg, ey. Wo kamen die denn jetzt her? Ich habe ein Problem! Da, endlich bist du da. Da ist der nächste Durchläufer. Und zurück. Alter, was ist denn das für eine Scheiße, ey? Ich habe noch einen Wächter setzen können da. Der hilft jetzt ein bisschen mit. Alter Verwalter, ey. Das war echt eine üble Geschichte. Da ist der nächste durch. Okay, ist das? Achso, hab ich mich erschrocken. So, jetzt haben wir natürlich wieder keine Zeit. Ah, Wölfe! Warum kann ich da nicht... Ja, sie wollen nicht, dass wir das bauen, das ist das Problem. Das ist schon mal nicht nett. Das ist, nur Scheiße ist das. Das ist so eine Kacke. Ich habe wieder keine Punkte. Du musst zu mir kommen, das ist ja klar, ne? Ja, ich bin auf dem Weg. Hilfe! Ich habe doch hier nur zwei. Ich will alles machen alleine. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Jammer, jammer, jammer. Ja, dann schaff doch mal was. Zeig doch mal, was du alles kannst. Komm doch mal her, du. Hast du eigentlich schon mal irgendwas gebaut da hinten? Ja, ein paar Sachen, nicht viel. Ich stehe durch. Die ganzen Ratten rennen durch. Ja, die ganzen Ratten kacken. Zwei Ratten rennen durch. Ja, verlass es. Vergiss es. Kriegst du die ein? Lass die Ratten Ratten sein. Nee, ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab sie. Sind nicht durchgekommen. Keiner durch. Alle gut. Die eine, die an mir nicht, die ich nicht gekriegt habe, die hat der Wächter tatsächlich platt gemacht. Das hat gepasst. Unglaublich! Hat er was geschafft? Wie geht das denn? Der blöde dicke Wolf ist da. Der doofe Wolf ist da, lalala. Hab ihn. Der Wächter HV gerade ein paar Leute. So, jetzt ist das andere Tor an, ne? Jo. Jetzt müssen wir auf die andere Seite laufen. Schnell. Ja, es sind beide Tore an. Das ist da. Nee, nein, das siehst du am roten, Symbol. Das ist nur das eine Tor an ist. Hier flutschen sie auch schon alle raus. So. Die Killbox gehört hier hin.
So. Teerfall. Ich brauche ein paar Pfeilen. Ich brauche Fallfallen. Fallfallen. Hast du noch welche Punkte? Ja, wo bist du denn überhaupt? Du bist irgendwie ganz... Da, ich baue mir gerade eine Killbox auf. Glaubst du? Ja. Brauchst du hier mal... Was willst du denn haben? Ja, hier, da, an die Wand hier eine Pfeile. Die Barrikaden verhindern ja, dass die Leute hier vorbeilaufen. Die müssen also hier durch. Und hier an die Wand auch noch, an diese hier. Nee, das war scheiße gesetzt. Oh. Wieso? Die geht nicht anders zu setzen. Du konntest die ganze hier an die Ecke setzen. Nein, konnte ich nicht. Okay. Ging genau so. Und da genau. Einteeren, richtig. Hast du noch Punkte? Nein. Okay, dann müssen wir wohl sie durchlassen. Wollen wir sie reinlassen? Ich setze einen Wächter hier hin. Ich setze einen Wächter hin, habe ich gesagt. Ich habe hier schon zwei Aber weiter hinten gibt es noch eine zweite Killbox, ne? Also der Weg ist dann relativ safe. Wohin sehe ich das? Weil ich die gebaut habe. Ach so. Wo kommt sie her, wollte ich fragen. Weil ich sie gebaut habe. Ja, das ist aber keine große Killbox. Na, das hätte ich mal anders gemacht, du. Ja, wie immer. Hier durch die schmale Gasse kommen sie durch, ja? Also meine Killbox ist viel besser als deine, weißt du doch. Nein, du hast noch. Du hast hier noch nichts als Killbox. So, da kommen sie. Okay, cool. Kann ich die Tür auch aufmachen, wenn du willst. Oh, Hunde. Bumm. Oh, ein Wolf. Das ist mein großer Schuss. Okay. Sie rennen nicht... Oh, scheiß Wölfe. Die rennen nicht nach oben, ne? Ja, die rennen nicht durch. Also, tatsächlich ist dieser Weg nur für uns gedacht, ja. Guten Tag. Ey, haust du ab? Meine Fresse. Ah, die kleinen Ratten. Ja, meine zweite Killbox hat ihn gekriegt. Sehr gut. Und die Kill... Ja, die schnellen Ratten werden von der zweiten Killbox hier erledigt. Sehr gut. Machst du da gerade Sightseeing oder machst du auch... Ich mach die ganzen kleinen Ratten weg hier. Was willst du denn? Hilfe, Mama Mogi. Mogi. Ich weiß nicht, wer Mogi ist, deswegen helfe ich dir auch nicht. So, jetzt kommen hier nochmal durch das gleiche Tor nochmal Leute. Kann man hier schon vorne was setzen? Nee, ne? Welle 4, nee, hier kann man nichts setzen. Oh. Geil, man darf da nicht an die Tore rangehen, wo die Gegner rauskommen. Da kommen nämlich, da schießen die Energie ab. Und kriegst einen auf den Latz. Oh, ich habe hier mal deine Killbox verbessert. Kann nicht angehen. Achso, ich hätte auch was bauen können, was? Ja, mach mal den Gang dazu, dass die da nicht weiterkommen. Eine Box. Kann gerade nicht. Er hat so einen Typen am Arsch. Wo soll ich die Box hinmachen? Ja, damit der Gang geradeaus geht, wo meine Blitzdinger sind einfach. Okay, ja, ich komme. Ich bin tot. Oh, cool. Ja. Sehe dich im Rückwärtsgang. Ja, hier steht aber noch ein Wächter und meine zweite. Ja, die kleinen Ratten werden von dem Wächter hier noch erledigt. Also. Okay. Ich will gerne mal hier rankommen an diese Stelle, wo ich was bauen kann. Man kann nicht bauen, wenn da Gegner draufstehen. Das geht nicht. Ey, wie viele Ratten kommen hier denn noch? Okay.
So, los geht's. Jetzt kommen durch beide Tore. Sagt er gerade. Ja, ich freue mich. Machst du die andere Seite mal? Ja, ich versuch's. Also ich bin noch bei deiner Seite hier, aber weiter oben, ne? Also ich könnte jetzt auf der anderen Seite auch noch mal eine zweite Killbox bauen, falls sie an der ersten. Ich habe eine angefangen, da kannst du weiter bauen. Also die. Ich gehe jetzt auch mal auf die andere Seite. Ich habe nicht mehr so viele Punkte, dass ich da großartig was bauen könnte. Nee, ich kann nur eine Sache bauen, nur noch. Der Wächter ist noch da. Alright. So, das war noch eine Sache. Und jetzt habe ich noch eine. Einen Stampfer baue ich mir noch und den setze ich dahin. So, das war's. Ich bin durch. Du hast jetzt da unten was gebastelt, oder was? Hallo. Ja, ich habe überall was gebastelt, aber ob das reicht. Du, dann machen wir es so. Ich bin auf der linken Seite, du bist auf der rechten Seite. Ja. Also ich stelle mich direkt in meine Killbox rein, die ich gebastelt habe, die übrigens nicht so gut ist wie die Killbox auf der anderen Seite, auf der rechten Seite. Dann gehen wir auf die linke Seite. Im Prinzip bin ich jetzt erstmal bei dem Portal und gucke beide Seiten so ein bisschen, wo sie langkommen. Nee, wäre doch besser, wenn wir die an der Stelle, wo die Killbox ist, abschießen. Dann kann man doch mehr höhere Killrate. Okay. Weil ich kann nämlich durch meinen Effekt kann ich die Fallen auslösen. Und somit kriege ich die schneller weg. Glaubst du? Ja. Ja, ich bin... 10 Sekunden. Lauf weiter. Falsche Richtung. Nach rechts. Nein, nicht zu mir. Wieso? Die kommen auf beiden Toren kommen die durch. Ja, ich dachte, du wärst auf der anderen Seite. Ich hab doch gesagt, ich bin links. Oh! Jetzt musst du dich beeilen hier, ne? Ja. Ist klar. Immer auf die kleinen Dinge. Immer auf die Maximilia hier, ich sag's dir, du. Bin da. Wunderbar. Nein, es ist nicht, aber wir machen das trotzdem. Das wird böse enden, sag ich dir. Ich glaube auch. Das ist nämlich der vorletzte Level, nicht der letzte Level. So, ich habe ein kleines Problem hier mit den Viechern. Ich habe mal meinen Overkill angemacht. Die ganzen Ratten kommen hier durch, das ist total scheiße. Ein Guardian ist schon tot. Oh Gott. Geile Falle. Hier ist eine Deckenfalle gewesen, wo man Kugeln runterfallen lassen kann, also so eine wie Indiana Jones mäßig. Eine ganze Reihe von Gegnern weggekillt. Würde ich lieber Indiana Jones fallen lassen. Ist das okay? Ich habe keinen Wächter mehr. Hab ich gehört. So, jetzt muss ich sie schon zur zweiten Falle locken hier. Ich helfe dir mal. Wann sind sie schon weg? Ja, da kommt auch keiner mehr durch. Die zweite ist dann... Ja, meine ist noch nicht so sicher, mein Place hier, ne? Ja, die erste Falle taugt auch noch gar nichts hier, aber gut. Ich habe auf meiner Seite keinen Wächter mehr. Nö, hier auch nicht. Wieso kann ich die da? Nee, kann ich nicht. Fuck. Auf welcher Seite kommt der Boss? Auf meiner. Ah, oh, das sind sie ja schon. Jo, bei mir auch. Nein! Ich hab die Falle falsch gesetzt! Tut mir leid! Warum schießt du nicht? Oh Gott, das wird grausam enden hier. Okay, der Boss ist bei mir. Natürlich. Ja. Willst du sagen, du kommst damit nicht klar, oder? Nee, ich komm damit nicht klar, nee. The boss minion has been taken down. Ha! 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 Doch! Ha! Ha!
Nimm dies! Bitch! Und nochmal. Yeah! Die Indiana Jones Falle ist cool. Okay, die nächste Welle kommt. Oh Gott, das sind nur Ratten. Nur Ratten! Ich hätte auch kein NG an. Oh Gott. Einer ist durch. Na, ich hab ihn noch. Glück gehabt. So, ich komm zu dir. Meine Seite ist durch. Ja, ich hab nur einen Ogre. Oh, das war's. Yeah, baby. Ich hab das so voll geflastert mit Fallen. Ich brauchte mich gar nicht mehr um die vordere Falle kümmern. Oh. Die hat bei sich gearbeitet. Und wer durchgelaufen ist, wurde von den Fallen dann erledigt. Also ich habe meine Falle gar nicht mehr sehen können, weil die sind immer durchgerannt und auf der linken Seite, da waren einfach noch zu wenig Fallen. Die rechte Seite war besser. Willst du mir damit sagen, du baust scheiß Fallen? Nein, ich habe meine ganze Energie in die rechte Seite gepackt, deswegen hast du sie hast das einfache Spiel gehabt. Ja, lol, wirklich. Lol. Wir hätten das wirklich mal so machen sollen, dass wir links rechts bauen sollen, aber es war ja auch so, dass abwechselnd die Gegner kamen. Also wir hätten unsere Fallenenergie aufteilen müssen. Ja, ja. Sieg! Hinterher ist man immer klüger. Hinterher ist man immer blöder, genau. Ich habe hier eine Kiste gekriegt. Jo. Naja, ich glaube für jeden Stern oder so gibt's auch irgendwas, ne? Stufe also, 6 bin ich. Ich hoch, sagt er. Ich hatte diesmal mehr Schaden verursacht, guck mal an. Ich habe noch gar nicht geguckt, so weit bin ich noch nicht. Und die meisten... Ja, ich hab Fallen arbeiten lassen. Also ich habe 494 Gegner habe ich gekillt, das ist ja krass. Getötete Schergen krass. Ohne Fallen. Also meine, auch das habe ich hingekriegt, ja. Deine Tante schafft was. Ja, irgendwie merkwürdigerweise mehr als letztens mal. So, ich gucke mir meine Kiste mal an. Jo, Kiste des Klippenklamauk. Genau, zum ersten Mal mit Gabriela gewonnen. Hervorragend. Oh, ich habe eine Schwester von Ogre gefressen. Eine ungewöhnliche Karte. Was ist denn das? Das ist ja geil. Ich habe jetzt 9-mal Schwungkeule selten. Ich verstehe mal nicht, was es ist, aber ich freue mich. Freu dich einfach, dass du eine Schwungkeule selten hast. Genau, und genauso freue ich mich auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.